Hi und herzlich willkommen bei unserem Video zum Tabellenverzeichnis in Word. Wenn du in einer wissenschaftlichen Arbeit ein Tabellenverzeichnis verwendest, sollte ein vorbildliches Tabellenverzeichnis nicht fehlen. Wie du das super einfach und schnell erstellst, zeige ich dir jetzt. Dafür habe ich hier dieses Dokument mit einem zukünftigen Tabellenverzeichnis und Tabellen vorbereitet. Die Tabellen werden jetzt zuallererst einmal beschriftet. Das solltest du am besten direkt dann machen, wenn du sie einfügst. So kannst du später am Text direkt auf die korrekt nummerierte Tabelle Bezug nehmen. Zum Beschriften klickst du einfach mit Rechtsklick auf die Tabelle und gehst auf Beschriftung einfügen. Hier wählen wir die Beschriftung für Tabelle aus. Dann kann man hier automatisch die Position der Beschriftung über dem Element auswählen, wie man das bei Tabellen normalerweise macht. Jetzt brauchen wir nur einen passenden Titel und fertig. Okay, das gleiche machen wir hier nochmal für die andere Tabelle. Rechtsklick, Beschriftung einfügen und Titel eingeben. Schau, Word erkennt automatisch die Reihenfolge unserer Tabellen und passt die Nummerierung entsprechend an. Wenn du die Farbe, Schriftart oder Größe der Beschriftung ändern möchtest, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Dafür gehen wir hier im Reiter Start einmal auf Formatvorlagen. Schau, hier gibt es die Formatvorlage für Beschriftung. Mit Rechtsklick und Ändern kannst du sie ganz nach deinen Wünschen anpassen. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch das passende Tabellenverzeichnis. Klick erstmal in deinem Dokument an die Stelle, an der das Tabellenverzeichnis erscheinen soll. Meistens ist das nach dem Inhaltsverzeichnis. Jetzt gehen wir hier oben auf den Reiter Referenzen, bei einigen Versionen von Word auch Verweise, und da klicken wir auf Abbildungsverzeichnis. Hier wählen wir natürlich Tabelle aus und dann kannst du noch verschiedene Anpassungen vornehmen. Zum Beispiel, ob Beschriftungen und Seitenzahlen angezeigt werden sollen, ob und welche Füllzeichen erscheinen sollen und so weiter. Jetzt noch auf OK und fertig. So einfach ist das Tabellenverzeichnis erstellt. Wenn du jetzt allerdings noch Änderungen an deinen Tabellenbeschriftungen vornimmst oder Tabellen dazukommen oder gelöscht werden, dann beachte unbedingt Folgendes. Wir fügen hier also beispielsweise mal eine weitere Tabelle hinzu. Damit diese Änderung jetzt auch im Tabellenverzeichnis erscheint, klickst du mit Rechtsklick auf das Verzeichnis und gehst auf Felder aktualisieren und ganzes Verzeichnis. Und die neue Tabelle steht samt Beschreibung und Seitenzahl automatisch im Verzeichnis. Und das war's schon. Hat bei dir alles geklappt oder hast du noch Fragen? Lass es mich super gern unten in den Kommentaren wissen. Falls du weitere Hilfe bei deiner Haus- oder Abschlussarbeit benötigst, sind unsere Textservices bestimmt genau das Richtige für dich. Schau für weitere Infos mal auf unserer Homepage vorbei. Außerdem freue ich mich über ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal!